Ja, also, es war doch gut, ne? Die Haarwäsche hat Ihnen doch gut gefallen. Weil mit Wasser kenne ich mich ja sehr gut aus und... Ja, mit dem Kämmen und mit dem Schneiden haben Sie, glaube ich, so Ihre Probleme. Das kommt mir alles sehr ungewöhnlich vor. Ich meine, wir können es ja mal probieren. Wo habe ich Sie auch schon gesehen? Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, woher ich Sie kenne. Weil brauchen Sie dann nicht... Jetzt weiß ich's. Sie sind überhaupt kein Friseur. Sie sind der Klempner. Ja. Und Sie habe ich an mein Haar gelassen. Das ist eine Unverschämtheit. Bleiben Sie doch sitzen. Ich schneide Ihnen gerne die Haare. Was Sie sich nicht alles zutrauen. Ich habe doch schon öfters hier zu. Ich lasse doch keinen Klempner an meine Haare ran. Ich mache doch auch nichts verkehrt. Brauchen Sie keine Angst zu haben. Was unterstehen Sie sich? Das ist wirklich eine Unverschämtheit. Ich werde sofort nach Hause gehen. Da muss ich ihn kurz an den Umhang abnehmen, sonst kriege ich Ärger mit der Chefin. Ja, aber ganz schnell. Wollen Sie doch nicht die Haare von mir? Ich werde mich über Sie beschweren. Das war das letzte Mal, dass ich hier war. War mir trotzdem vergnügt. Hat mir Spaß gemacht. Ja. Was es nicht alles so gibt.